Wir sind hier in der Hauptstraße 84 vor Ort. Wir sind alarmiert worden um 5.39 Uhr zu einem ausgedehnten Dachstuhlbrand im Obergeschoss in einer bewohnten Wohnung. Beim Eintreffen war schon ein Vollbrand feststellbar. Also aus allen Fenstern waren wirkliche extreme Flammenschläge wahrnehmbar. Wir sind parallel vorgegangen. Zuallererst ist immer sehr, sehr wichtig, ein Lagebild einzuholen. Und dazu haben wir erstmal die Befragung vorgenommen von den Bewohnerinnen und Bewohnern des Gebäudes. Die sind in Sicherheit gebracht rundum, erkundet, ob sich das Feuer ausbreitet und dann zielgerichtet über den Treppenraum zur Brandbekämpfung und Personensuche ins Obergeschoss unter Atemschutzgerät vorgegangen. Die Person, jetzigem Stand nach, hat sich nicht im Gebäude glücklicherweise aufgehalten. Dennoch wurde mehrfach die komplette Räumlichkeit im Obergeschoss im Brandraum untersucht. Das war ein sehr herausfordernder Einsatz, der großes interkommunales Teamwork erfordert hat. Und da auch mein herzlicher Dank an alle anrückenden Kräfte, zum Beispiel von der Feuerwehr Eichelberg, Zellunter Eichelberg, Göppingen, Weilheim, dem Polizei und DRK. Das war wirklich eine Zusammenarbeit par excellence. Genauso stellt man sich's vor. Und es war ein herausfordernder Einsatz. Wir hatten zum Beispiel nur einen Zugriffsweg in dieses Gebäude und aufgrund dieses einen Zugangswegs und den Begebenheiten in den Räumlichkeiten, die waren sehr, sehr schlecht begehbar durch die Brandeinwirkung, durch verschiedene Ereignisse, war es notwendig, dass man von außen einen Angriff und Personenzug eingeleitet hat. Und das war eben mit den zwei Drehleitern, eine aus Weilheim, eine aus Göppingen, notwendig. Über 60 Kräfte sind aktuell noch im Einsatz. Jetzt sind wir aktuell noch an Nachlöscharbeiten beschäftigt. Das komplette obere Geschoss hat gebrannt. Das Feuer hat sich in den Dachstuhl wirklich ausgebreitet. Den gilt es jetzt wirklich abzulöschen. Und dann muss natürlich die Stabilität des Gebäudes geprüft werden oder wiederhergestellt werden. Das wird aber sicherlich noch 1-2 Stunden in Anspruch nehmen. Gut, ich habe von dem Brand mitbekommen, als ich heute Morgen gegen 5:30 gehört habe, dass die Feuerwehr ausrückt. Und habe dann kurz zugewartet und dann an der Feuerwehr angerufen und dann ist mir mitgeteilt worden, dass ein Dachstuhl im Gebäude Hauptstraße 84 brennt. Und da bin ich sofort mich angezogen und mich vor Ort ein Bild zu machen, was der Brand und die Umstände sind und habe gesehen, dass unsere Feuerwehr schon voll im Einsatz ist und sozusagen den Brand unter Kontrolle hat und glücklicherweise war am Anfang noch ungewiss, ist wohl keine Person zu Schade gekommen. Die Bewohner des Hauses konnten sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen, sind wir froh drüber. Und ansonsten hatte die Feuerwehr mit Unterstützung der anderen Wehren aus Eichelbau, Göppingen und Zell den Brand unter Kontrolle. Uns war jetzt wichtig, mir speziell zusammen mit der Feuerwehr und dem DRK zu organisieren, dass natürlich das Haus ist nicht mehr bewohnbar ist. Dass die Bewohner ein Obdach bekommen. Das konnten wir jetzt dank nachbarschaftlicher Hilfe und Sohn von der Familie, der das Haus gehört, wohnt in der Nähe, konnten wir jetzt kurzfristig organisieren, sodass sie ein Dach über dem Kopf haben. Das war mir jetzt wichtig, das in die Wege zu leiten.